Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von mir hier auf dem hygienisch einwandfrei konzeptionierten Gelände der Henrichshütte in Hattingen. Heute geht es für mich noch wieder mal zum Lachen ins Revier. Vorher allerdings natürlich desinfizieren, ja, die Hände, Armbeugen und natürlich Mundraum. Können Sie ruhig schlucken, soll ja sogar helfen im Fall eines positiven Befunds. Sagt zumindest der mächtigste Mann der Welt. Und wenn Sie sich irgendwie krank fühlen, meine Damen und Herren, verlassen Sie das Gelände unauffällig und melden sich sofort beim zuständigen Corona-Coach. Bitte beachten Sie, wer krank ist, hat meistens keine Beschwerden oder nur ganz milde Symptome. Es sei denn, er ist schwer krank und hat heftige Symptome. Es gibt typische Symptome wie Husten und Fieber, die aber gar nicht so häufig vorkommen. Viel häufiger sind die untypischen Symptome. Bei leichten Symptomen sollten Sie gleich zum Arzt gehen, es sei denn, Sie haben schwere Symptome. Eigentlich sollten Sie nicht zu spät zum Arzt gehen, denn aus leichten Symptomen können sich sehr schnell schwere Symptome entwickeln. Wer die Infektion überstanden hat, ist für lange Zeit immun, zumindest bis er sich wieder ansteckt. Was aber unwahrscheinlich ist, es sei denn, es kommt zu einer neuen Infektion. Tröpfcheninfektion ist der wahrscheinlichste Weg, sich anzustecken, außer bei Fußballprofis, die immun sind, wenn keine Fans im Stadion sind. Zu frühe Lockerungen sind gefährlich, es sei denn, eine signifikante Zahl von Menschen schreibt auf Twitter, dass Lockerungen gerechtfertigt seien. Lockerungen sind gerechtfertigt, wenn die Verdopplung der Infektion 10 oder 14 Tage oder 3 Wochen dauert, die Replikationszahl unter 1 liegt und die Zahl der freien Intensivbetten, die der Anzahl der Kanzlerkandidaten der CDU dauerhaft übersteigt. Kurzum, wenn es zu keinen besonderen Zwischenfällen kommt, ist es ein Zeichen dafür, dass alles okay ist, auch wenn nichts okay ist. Nun, meine Damen und Herren, es vergeht ja zurzeit kein Wochenende, an dem nicht irgendwo eine Demonstration der sogenannten Corona-Gegner stattfindet. Ich selber bin ja auch ein überzeugter Corona-Gegner. Aber ich glaube nicht, dass sich der Virus durch Demonstrationen einschüchtern lässt. Ich glaube da eher an Mundschutz tragen, Abstand halten und Hände waschen. Aber, meine Damen und Herren, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, unabhängig vom Grad der persönlichen Störung. Die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gilt selbstverständlich für alle. Wenn, sagen wir mal, die Bundesvereinigung der Knalltüten eine Versammlung abhalten will für das Recht auf freien Knall für freie Tüten, dann kann ihr das niemand verbieten. In der Oberlausitz auf der B96 zwischen Zittau und Bautzen stehen seit ein paar Wochen jeden Sonntag Hunderte von Oberlausitzer Stinkwutbürger, schwenken schwarz-rot-weiße Reichsflaggen und demonstrieren. Wofür oder wogegen, sagen sie allerdings nicht, weil das Ganze ist gedacht als stiller Protest. Halt's Maul, wenn du was sagst, und lass mich in Ruhe, wenn du was willst. Das sind mir eigentlich die Liebsten. Wissen Sie, all die politischen Kreuz- und Querdenker aus dem Lager der Neid- und Krawallhammel, die einfach den Rand halten und ihren ganzen Frust und Verdruss in sich hineinfressen. Einziges Problem, irgendwann kommt die Scheiße doch hoch und dann kriegen sie es kotzen. Und wenn dann die professionellen Vorkotzer wie Höcke, Kalbitz oder Gauland auf den Marktplätzen das Erbrochene zu einer braunen Suppe aufkochen, dann entsteht das, was man seit Pegida den Aufstand der Unanständigen nennt. Dann gehören Jens Spahn und Karl Lauterbach wieder hinter Gitter. Dunja Hayali, Linda Zerwakis in die Zwangsjacke und Angela Merkel baumelt schon wieder an dem Galgen, an dem sie schon 2015 verrecken sollte. Pegida-Marsch, Pegida-Marsch! Die Merkel hat ein Loch im Arsch. Widerwärtig. Dieselben Figuren, die lauthals Respekt fordern und für Sitte und Anstand demonstrieren, besudeln das Bild der Bundeskanzlerin mit ihren ekelhaften Auswürfen und ziehen ihren Namen in den Dreck. Wissen Sie, ich war ja nie, bekanntlich nie ein Freund von Helmut Kohl. Aber wie der 1991 in Halle, also mit Eiern und Tomaten beworfen wurde, völlig ausgeflippt ist und sich einen der Werfer gegriffen hat, also das fand ich schon beeindruckend. Das sollte die Merkel auch mal machen. Einfach mal hin zu den Dreckschleudern und rechts und links um die Ohren. Aber es ist leider nicht ihre Art, nicht persönlich und politisch schon gar nicht. Als sie im November 2015 auf dem CSU-Parteitag von Horst Seehofer vor den versammelten CSU-Knickerbockern abgewatscht wurde, da habe ich mir so gewünscht, dass sie einmal die Kontenance verliert. Kräftigen Tritt in die Eier und nicht sie weg. So ist sie eben nicht. Und die Geschichte gibt ihr recht. Während der Seehofer völlig ausgebrannt dem Ende der Legislaturperiode entgegentrottelt, erlebt sie ihren, was weiß ich wie viel, des Frühlings Erwachen. Gestern noch verspottet als lahmende Ente im randalierenden Hühnerhaufen,
heute schon wieder ganz oben auf der Liste der beliebtesten Politiker. Ich kenne Leute, die haben vor Corona beim Anblick von Angela Merkel Juckreiz und Hautausschlag bekommen. Seit der Nekrophile Steinmeier am 14. März 2018 den scheintoten Scholz gezwungen hat, mit der Mumie Merkel und dem Zombie Seehofer eine Koalition der Untoten zu bilden. Weil die Merkel für viele meiner Bekannten die Personifizierung von politischer Not und persönlichem Elend. Und die gleichen Leute saßen zwei Jahre später, am 18. März 2020, vor den Fernsehapparaten und haben geweint vor Rührung, als die Merkel ihre Jahrtausendrede an das beschränkte deutsche Volk gehalten hat. Die Situation ist ernst und sie ist offen. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung. Niemand ist verzichtbar. Wir müssen zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. Da lagen die Merkel-Kritiker von gestern schluchzend auf den Sofas und haben sich gegenseitig in die Arme genommen. Das hatte noch nie ein Politiker von diesem Volk gefordert. Herzliche Vernunft. Na, herzlichen Glückwunsch. Und was ist mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die noch Anfang des Jahres als aussichtsreichste Merkel-Nachfolge gehandelt wurden? Abgeschmiert, verzwergt, eingelaufen wie der Wollpolunder nach dem Kochwaschgang. Erinnern Sie sich an die Annemie? Annabelle. Quatsch. Annegret. Annegret Kramp. Annegret Kramp-Karrenbauer. Die homophobe Putztruppenführerin aus der Saarländer Ranzengardistenbütt. AKK. AKK, Annegret kann Karneval, Annegret kann Kartoffelsuppe, Annegret kann Kanzlerin. Von wegen, einmal in den Kuchen gepustet. Jetzt macht sie den traurigen Uschi-Ersatz auf dem Schrottplatz Bundeswehr. Wenn die eine Kaserne besucht, schmieren die Rekruten Zahnpasta an die Türklinken und legen ihr Furzkissen auf den Stuhl. Die Krampe erinnert mich immer an den Zehnkämpfer Jürgen Hingsen bei Olympia 88 in Seoul. Im Vorfeld hochgejubelt als der größte deutsche Athlet aller Zeiten und dann drei Fehlstarts über 100 Meter. Piff, paff, puff, hier ist Ihre Fahrkarte. Ab in die Versenkung. Und da kriegt die Annegret gerade Besuch von Markus Söder. Den nennen sie in Berlin seit seiner Bauchlandung als Corona-Testpilot nur noch Tour-Tour. Tour-Tour. Das ist der Scheinriese aus der Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Tour Söder, der Oberstratege, der Alleskönner, mit dem asigen Grinsen des Besserwissers. Kaum macht er einen Fehler, versteckt er sich hinter einer Frau, die bis dahin wahrscheinlich gar nicht gewusst hat, dass sie Gesundheitsministerin ist. Übrigens, der Herr Tour, im Gegensatz zu Herrn Söder, in Wahrheit ein sehr bescheidener Mann, wurde am Ende der Geschichte von König Alfons XII. Zum lebenden Leuchtturm auf Lummerland ernannt. Denn der Herr Tortors war zwar ein Scheinriese, aber eine trübe Funzel wie der bayerische Ministerpräsident Söder war er nicht. Auf jeden Fall ist der Söder erstmal raus aus dem Rennen, so wie der Friedrich Merz schon vor ihm. Friedrich Merz, die beleidigte Schnullerschnute aus dem Sauerland. Erst verliert er ausgerechnet gegen die Krampe die Wahl zum CDU-Vorsitzenden, anschließend nüllt er rum und stänkert über die mangelnde Führung der Bundeskanzlerin, deren Untätigkeit sich seit Jahren wie ein Nebelteppich über Deutschland legt. Große Worte eines Mannes, dessen Haupttätigkeit seit Jahren darin besteht, als Nebelteppichhändler das eigene Privatvermögen zu mehren. Bleiben noch der lustige Laschet und der clevere Spahn. Lustige Laschet wollte sich profilieren als der lockerste Lockerboy nach dem Lockdown. Mundschutz unter die Nase gezogen und raus mit dem Lockerungsvorschlagshabber. Und dann kam sein ganz persönlicher Knockdown aus Thüringen, wo am 23. Mai die Sensationsnachricht der Corona-Krise durch die Ticker tackerte. Thüringen will Corona-Beschränkungen ab dem 6. Juni beenden. Während in Köln die Karnevalisten noch krampfhaft nach einem vollhygienischen Karnevalsersatz suchten, sollten in Thüringen die legendären Volksfeste wie das Rudolfstädter Vogelschießen oder der Weimarer Zwiebelmarkt wieder auflagenfrei stattfinden. Ja. Ja, und der Laschet ist von Neid und Wut aus der gelockerten Hose gesprungen. Seitdem ist er nicht wieder aufgetaucht. Bleibt noch der Spahn, der Jens, nicht? Der mit den Pflegekräften aus Mexiko. Eieieiei! Der ist ja hier zuständig für Dings hier, also für Bums. Ja, komm, Jens ist irgendwie zuständig für alles, nicht? Weil er alles kann und alles weiß. Und er sieht von den Jungen in der CDU mit Abstand am ältesten aus. Erinnert mich immer so ein bisschen an Herb Overkill von den Minions. Naja,
Man soll sich ja nicht über das Äußere von Politikern lustig machen. Nicht? Da geht es doch in erster Linie um Ausstrahlung, um Profil, um klare Kante. Und genau deshalb fragen sich viele in der CDU, ob der Jens den Herausforderungen einer Kanzlerkandidatur im nächsten Jahr gewachsen ist. Immerhin trifft er aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen der großartigsten, charismatischsten, eloquentesten und sachverständigsten Herausforderer, der jemals für die SPD ins Rennen gehumpelt ist. Olaf Scholz, von der schwarzen Null zum Krisenterminator mit der Bazooka. Entschuldigung, können Sie sagen, wie spät es ist? Don't